Grüß dich und herzlich willkommen in meiner neuen Werkstatt. Richtig, in meiner neuen Werkstatt. Wie ihr wisst, habe ich lange nach einer Werkstatt gesucht. Diese befindet sich hier in Raum Leipzig und mit viel Tageslicht, wie ihr sehen könnt. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Roomtour. Ich möchte euch zeigen, was ich hier verändern möchte. Ich habe viele, viele Fragen an euch, wie ich was machen kann, wie ich was umgestalten kann. Ich weiß nicht, ob der Schall hier so, ja, ob das wirklich schallt, in meinen Augen ja. Dann höre ich so ein bisschen, das ist hier eine Halle, da höre ich so ein bisschen Knacken. Vielleicht können wir dagegen was tun, ich glaube nicht, aber vielleicht nehmt ihr das auch gar nicht wahr. Ich möchte dir einfach meine neue Werkstatt zeigen und meine Ideen dir sagen. Und es gibt viele, viele Sachen, die wir hier Schritt für Schritt gemeinsam bewerkstelligen müssen. Zum Beispiel Bodenbelag, Beleuchtung, Wandgestaltung und. Und ich würde sagen, auf geht's. Folgt mir unauffällig. Bevor ich jetzt loslege, ganz, ganz wichtig für euch, wenn ihr mir helfen möchtet und ihr beispielsweise eine Idee habt zum Boden, zur Wand, zur Decke, komme ich gleich zu, dann bitte das Ganze mit Hashtag. Hashtag Boden, Hashtag Wand, Hashtag Beleuchtung, Hashtag Lager. Dann kann ich das besser finden und zuordnen. Dieser Raum, wo ich als allererstes stand, euch begrüßt habe, das ist ein kleines Lager, also ich werde es wahrscheinlich als Lager nutzen. Das ist nämlich so ein kleines Nebengebäude von dem Hauptraum, dazu kommen wir aber gleich. Und der Vormieter, das war ein Schlosser, ein Einzelunternehmer, der hier ein paar Sachen aus Edelstahl, Stahl geschweißt hat. Und der hat sich jetzt eine große Halle gekauft, ich glaube von, ich weiß es nicht, 400 Quadratmeter. Und hier sind jetzt noch ein paar Regale, die ich Ihnen abgekauft habe. Und zwar sind das nicht irgendwelche Regale, sondern Schwerlastregale und nicht solche Regale aus dem Baumarkt, die ihr kennt, sondern das sind wirklich Schwerlastregale, die so ein bisschen ein paar Euros kosten, ne? Und ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehlkauf gemacht habe. Ich habe dafür ungefähr 360 Euro bezahlt und insgesamt sind das 4 Stück. Genau. Und nicht wundern, hier liegen schon ein Haufen Werkzeug. Ich bin jetzt schon zweimal gefahren mit meinem Auto und habe das ganze Werkzeug, ja so viel wie es geht, habe ich in mein Auto gepackt und mitgebracht. Und ja, nicht wundern, es ist wirklich eine Menge, was hier schon rumsteht. Unter anderem hier eine Dachbox, die wir im Urlaub verwendet hatten. Wahrscheinlich habt ihr die ein oder andere Story auf Instagram gesehen. So, hier ist die Seitentür. Und direkt daneben ist ein schönes Bettlaken mit meinem neues Maskottchen. Und zwar der goldenen Affe. Den hatte ich auf eBay Kleinanzeigen gehabt. Ungefähr ein Jahr lang oder zwei. Wollte keiner kaufen aus Holz. Und ich dachte mir jetzt, sprühst ihn Gold an, wird das dein neues Maskottchen. Ja, und von der Lagerhalle jetzt hier. Also ich werde jetzt hier Regale aufbauen, also die Regale werde ich jetzt weiterhin aufbauen. Ich muss mal gucken, ob ich die jetzt so platziere oder dort hinten an der Wand. Der Raum hat ungefähr eine Deckenhöhe von 2,40 Meter ungefähr. Und hier wird einfach Lager sein für Werkzeug, für Materialien. Vielleicht werde ich mir hier schweißen. Ich werde hier wahrscheinlich meine alte Werkbank, die ich gebaut habe für 100 Euro, die werde ich da platzieren. Und hier werde ich einfach so das Ganze als Lager handhaben. Direkt daneben, so, da wollten wir nämlich jetzt hin. Das ist ein kleiner Nebenraum. Und zwar, hier steht schon viel, viel Werkzeug. Und ja, das habe ich alles mit 2 Touren mit in mein Auto mitgeschleppt. Echt Wahnsinn, was da so reingeht. Und hier hatte der Vorbesitzer sein Büro drinne gehabt. Deckenhöhe 2,80 Meter. Und mit einem Fenster ausgestattet, hier rechts, dazu kommen wir gleich nochmal. Und hier werde ich einfach, was habe ich hier vor? Ich möchte hier wahrscheinlich eine kleine Couch reinstellen und mehr weiß ich gar nicht. Ne? Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was ich für den Raum machen möchte. Rechts ist eine Alarmanlage. Ich werde wahrscheinlich vielleicht hier nochmal eine Küche einbauen, aber genau weiß ich das nicht, weil wir haben hier kein fließendes Wasser. Also schon, hier nebenan ist ein WC, wenn ich hier die Wand durchbreche. Und da könnte ich natürlich jetzt hier Sachen rüberziehen. Ne? Mal schauen, was ich hier mache. So, jetzt gehen wir hier raus
Und das ist die Haupttür hier von der Werkstatt. Jetzt sind wir draußen. Und ein kleines Fenster. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptgebäude. Das ist nämlich hier diese wunderschöne Blechhalle. Und die hat ungefähr so 50, 60 Quadratmeter. Und alles mit einer Alarmanlage ausgesichert, weil davor die Sachen, die da drin standen, die waren wohl sehr, sehr teuer. Das ganze Equipment und das Zubehör, was der Metaller hatte. Genau, und die Halle, die hat zwei Fenster, beziehungsweise ein Fenster. Hat ein großes Rolltor, hier passt auch ein Auto rein, man mag es nicht glauben. Und ihr seht schon, von der Beleuchtung her, ist nicht so prall. Ja, die ist aus, aber wir haben hier zwei Neonröhren, ne? Und die bringen es natürlich nicht. Dann haben wir hier zwei Dachluken, die sind geschlossen, ein kleines Fenster und ein Rolltor. So, die Halle hat ungefähr eine Tiefe, sage ich jetzt mal, von, muss ich jetzt lügen, 4,80 Meter und eine Breite von etwa 5,60 Meter. Das, mit einem Weitwinkelobjektiv kriegt man alles komplett drauf. Das sieht zwar nicht so aus, aber es sind wirklich 9,60 Meter oder 9,50 Meter in etwa. Und ja, gehen wir mal rein, ne? So, sind noch ein paar Überbleibsel hier. Das Besondere an dieser Halle, die ist jetzt doppelwandig, das heißt, die ist gedämmt. Und wir haben überall, das hat der Vorbesitzer gemacht, weil er, wie gesagt, Schweißarbeiten hier durchgeführt hat. Wir haben hier echt eine Menge Sicherung und Starkstromanschluss. Und diesen Kasten hier haben wir insgesamt viermal in dieser Halle. Also einmal dort, dann da hinten, dann hier und ja, das war glaube ich jetzt viermal. Ne? Genau, viermal haben wir das Ganze. Und natürlich können wir jetzt hier uns eine fette Formatkreissäge holen oder einen dicken Hobel, aber das werde ich nicht machen, weil ich, meine Zuschauer oder ihr, seid wahrscheinlich die meisten, haben keinen Starkstromanschluss in der Werkstatt oder im Keller. Und deswegen werde ich das nicht machen. So, ihr seht, die Halle ist eine Stahlhalle, jetzt knackt sie nicht mehr. Wenn jetzt Sonne aufknallt, dann knackt sie so ein bisschen. Und hier gibt es wirklich einiges zu tun, unter anderem den Boden. Den Boden, den möchte ich irgendwie beschichten, streichen, vielleicht irgendwie PVC auslegen, irgendwie so einen Bodenbelag, weil der mir nicht wirklich gefällt vom optischen her. Dann haben wir hier die Wände. Ihr wisst, jeder hat heutzutage eine Werkzeugwand oder eine French-Klietwand und das kann man hier an dieser Wand nicht umsetzen. Ich kann jetzt natürlich jetzt beigehen und 1000 Löcher an die Wand bohren, das möchte ich natürlich nicht. Das heißt, ich muss das Ganze irgendwie verkleiden. Ja, wie, weiß ich noch nicht. Ich überlege vielleicht mit Siebdruck das Ganze zu verkleiden. Das wird aber, glaube ich, schweineteuer oder beziehungsweise ist unbezahlbar. Ja, dann haben wir hier ein, wie gesagt, das Seitenlager. Man kann auch jetzt schön sehen, das Haus jetzt hier, das Gebäude, also dass die Halle angebaut worden ist. Ne? So, ja, das Lager wird einfach als Lager genutzt und dort werde ich wahrscheinlich irgendwann mal hier vor dem Durchgang eine Schiebetür bauen oder irgendwas, womit man dann ins Lager nicht mehr reingucken kann oder das ganze Gemüse dann nicht sehen kann. Vielleicht eine Schiebetür oder sowas, ne? Könnte man ja machen. Hier oben ist ein Holzbalken. Genau, ja, also Beleuchtung, Boden, Wand. Das Ganze muss ich jetzt die nächsten Wochen angehen. Alarmanlage ist jetzt hier drinne, also es ist top gesichert. Und die Fenster, die sind meiner Meinung nach noch nicht richtig gesichert. Das werde ich aber selber angehen, weil hier, ja, ich komme eigentlich aus dieser Branche. Und das Ganze werde ich nochmal absichern. Und ich denke, ich werde eine Folie anbringen. Werdet ihr die nächsten Tage erfahren. Ja, wenn ihr jetzt irgendwie Ideen habt zur Halle, zur Werkstatteinrichtung, wie ihr das Ganze aufteilen würdet, dann lasst doch einen Kommentar da. Habe ich am Anfang des Videos ja schon gesagt, bitte mit Hashtag, beispielsweise Hashtag Boden, Hashtag Beleuchtung, Hashtag Wand, Hashtag Kompressor, Hashtag Elektrik, ich weiß es nicht, Büro, Lager und so weiter und so fort. Und teilt mir bitte eure Ideen mit. Ihr könnt gerne auch Links direkt
unter dem Video setzen. Und ja, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Kooperationspartner im Kopf. Wäre natürlich toll, dass man die eine oder andere Mark damit verdienen könnte. Denn das ganze Ding muss ja auch hier irgendwie finanziert werden. Ja, und ich freue mich wirklich mega. Ich habe echt lange gesucht. Das ganze Gebäude hier befindet sich ungefähr 25 bis 20 Minuten, bei viel Verkehr vielleicht 35 Minuten von Leipzig. Und es gibt natürlich einen Nachteil. Jetzt nicht der Boden oder so, sondern der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Es gibt keine Heizung. So, und das, ja, ihr wisst wahrscheinlich, dass das Video, was ich so Anfang des Jahres gedreht hatte, da habe ich einen Bahnhof mir angeschaut mit Steffi zusammen und dort haben wir, oder wir haben das Ganze auch abgesagt gehabt, weil dort keine Heizung da war. Aber da hatten wir Deckenhöhen gehabt bis zu 4, 5, 6 Meter. Hier ist zwar der höchste Punkt auch 4,5 Meter, genau die Spitze hier. Aber das ist halt kein Problem, weil die Seiten ungefähr eine Höhe haben von 2,50 Meter. Also ja, hier ist keine Heizung drin. Ja, ich habe aber, wie gesagt, ehrlich gesagt nicht lange rumgefackelt, weil die Elektrik ist hier wirklich top in Zustand, also wurde komplett erneuert. Und dann haben wir eine Alarmanlage, ein Rolltor, ein kleines Bürochen nebenan und ein Lager und eine Haupthalle. Insgesamt hat die Halle, glaube ich, hier 50 Quadratmeter, das Lager, ich weiß es nicht, 15, 20. Also insgesamt haben wir hier 80 Quadratmeter. Und ja, ich bin glücklich. Ich denke mir, mit der Heizung, der Eigentümer ist eigentlich sehr, überlässt mir sehr, sehr viel Freiraum hier im Punkto Veränderung. Und ja, ich bin am Überlegen, irgendwie mit Infrarotplatten zu arbeiten, sprich vielleicht hier oben 2, 3 Stück anzubringen. Und Vorteil ist natürlich gegenüber jetzt eine Holzheizung mit einem Ofen beispielsweise, ist natürlich sehr gefährlich in so einer Holzwerkstatt. Ne? Dann hatte der Eigentümer, also der Vorbesitzer bzw. Mieter, hatte hier Lüfter stehen gehabt, 2 Stück in der Luft gehängt. Ist natürlich auch extrem ungesund oder gefährlich. Anfangs dachte ich so, jawohl, können wir machen. Jetzt knackt es ein bisschen. Anfangs habe ich gedacht, können wir machen, aber jetzt im Nachhinein, wo ich mich so ein bisschen mit der Beleuchtung auseinandergesetzt habe, beziehungsweise mal geguckt habe, was man so machen könnte, ist mir eingefallen, dass diese Lüfter ganz schön viel Staub aufwirbeln und Dreck, und das atmest du natürlich dann alles ein. Und ja, das will ich natürlich nicht. Ne? Genau, so schaut's aus. Ich bin mega, mega happy, dass ich das Ganze hier entdeckt habe. So, und ich habe natürlich auch hier vor der Halle ein bisschen Grundstück. Hier kann ich ein bisschen Holz lagern. Wer weiß, vielleicht kann man hier nochmal ein Vordach bauen oder. Und hier kann man auch mal Outdoor-Projekte umsetzen. Ne? Und das war es auch gewesen von dem ersten Video hier in meiner neuen Werkstatt. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, mit euch gemeinsam richtig, richtig geile Projekte umzusetzen. Und ja, jeder, der mich verfolgt, würde ich gerade sagen, oder mir folgt schon seit Jahren, der weiß, ich habe ganz, ganz klein angefangen auf einer kleinen Terrasse, dann einen Kellerraum 2,5 x 2 Meter, dann in einer Garage meine letzte Werkstatt, und jetzt habe ich eine Werkstatt gefunden. Ja, ich möchte mal wissen, wie lange die ausreicht, weil jeder weiß ja, umso mehr Lagerfläche, umso schneller stellt man sich zu. Aber das Ganze hier war schon immer mein Traum. Und ich habe lange danach gesucht, ungefähr 1,5 Jahre bis 2 grob. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei weiterhin begleitet, mir Tipps gibt, mich unterstützt. Und ja, ich freue mich auf richtig, richtig tolle Projekte. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, ihr wisst ja, bei mir gibt es nicht nur Holzprojekte, bei mir gibt es Metall, mir gibt es eigentlich alles rund um das Thema Handwerk. Und ich denke, mit diesen Räumlichkeiten hier haben wir oder können wir gemeinsam eine Menge auf die Beine stellen. So, ich sage, bis zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, falls du noch nicht getan hast. Und hier ist das nächste Video. Und ich will sagen, im nächsten Video kümmern wir uns erstmal um die Fenster. So, bis zum nächsten Video. Ciao.